Hallo und willkommen zurück zu Die Fiedler 2. So, die dritte Folge in Reihe. Und wir werden angegriffen und wir haben hier ein Militärgebäude erobert. Ah ja, hier oben. Dieses an der Ecke hier. Das verbinden wir mal direkt so. Und schön zu sehen, hier oben hat er ein Lagerhaus, hier oben hat er Schweinezucht, Mühle, Bäckerei. Hier hat er also eine wichtige Nahrungsmittel-Ecke. Ja, vielleicht können wir sie ihm wegnehmen. Wir werden angegriffen, hier oben, das hatten wir ja gerade schon gesehen. Wir werden hier angegriffen und wir werden, ja, immer noch da angegriffen. Das wird gerade hier, da hat gerade ein General dran glauben müssen. Das hier ist wahrscheinlich dann in Zukunft ganz schön hier unter, steht hier unter Druck. Davon kann man ausgehen. Deswegen baue ich das auch sofort aus. Und deswegen hätte ich auch das hier ausgebaut. Das hier können wir nicht mehr ausbauen. Zu wenig Platz. Aber wir werden hier auf jeden Fall, da oben kann man noch ein bisschen Kohle rausholen. Dann machen wir das auch. Nehmen da alles mit. Da steht noch ein Soldat. Ah ja, da wird noch gekämpft. Oh, da ist ein Gefreiter. Ah ja, der hat es geschafft. Tatsache. Joa. Kohle gefunden. Sehr schön. Ja, noch ein kleiner kläglicher Rest, aber den nehmen wir auch mit. Hier oben. Ja, da wollen wir mal sehen. Den Hafen hier wollen wir da ja mal angreifen. Ich guck mal, wie es da um unsere Soldaten steht. Generäle haben wir ja hier. Und die Gesundheit sieht gut aus. Könnte noch mal der eine oder andere weitere Soldat dabei sein. Das passt. Wir greifen hier an. Mit 5 Soldaten. Und dann machen wir uns auch bald daran, hier den Turm anzugreifen und damit dann den Hafen zu zerstören. Fischerhütten hat da ja hier hinten ein paar stehen. Die müssen wir dann auch noch wegräumen. Da kommt mal noch eine Fischerhütte von uns hin. Ich bin mal gespannt, wann da oben der Geologe ankommt. Kohle haben wir gefunden. Ja, klar, ganz hier hinten, da wird sich natürlich auch noch eine Menge finden lassen hier vorne. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Also hier zwischen können wir dann auch überall noch Bauernhöfe errichten. Wir müssen mal schauen, wie es hier um unsere Werkzeuge steht. 11? Wow. 11 Sensen haben wir da. Ich denke mal, wir können jetzt die Schlosserei wieder pausieren. Und dann nur noch Waffen herstellen. Jetzt fehlt hier... Was fehlt denn hier? Jetzt fehlt hier ein leerer, ein freier Träger. Da wurde gerade einer zu einem Soldaten. Das waren hier gerade 101 und jetzt sind es nur 100. Und hier sind die Waffen weg und ein Bier. Sehr schön. Naja, hier haben wir unsere drei Bäckereien in Reihe, die hier ein bisschen das Mehlpolster abbauen sollen. Hier die Mühle soll dann noch helfen, das Getreidepolster abzubauen. Joa. Und die wollen das wieder aufbauen, dieses Polster. Okay. An sich doch alles mal gar nicht schlecht. Dem geben wir nochmal eine Straße dazu. Militärgebäude erobert. Ja. Sehr schön. Wie machen wir das? Hier eine Fahne, da eine Fahne. So, jetzt haben wir hier den Hafen. Die greifen uns jetzt an. Okay. Sollen sie machen. Ja, wobei, die gehen jetzt hier über die Straßen. Da wollen sie die wahrscheinlich rausräumen. Oder was haben sie vor? Man weiß es nicht. Wir greifen jetzt mit 9 Mann hier den Wachturm an. Und hier vorne ist noch ein Wachturm. Der ist bald fertig. Oder eine Wachstube. Ja, das kann weg. Okay, dann schließen wir dieses Kohlebergwerk an. Alles klar. So. Geschwindigkeit kann ich vielleicht mal wieder ein bisschen raufsetzen.
So, hier läuft der Angriff jetzt weiter. Hier wird ausgebaut. Ja, wobei Geschwindigkeit drauf ist doch vielleicht geht ein bisschen zu schnell alles. Hier eine Fahne hin und zwei Geologen hin. Und hier oben dann nochmal zwei Kundschafter. Die sollen mal den Gegner da ein bisschen ausspionieren. Ah ja, den Wachturm haben wir erobert. Das lief ja ganz gut. Und hier ist jetzt auch der Hafen weg. Das kommt uns sehr gelegen. Da können wir vielleicht mal direkt eine Expedition hier ausrüsten. Und dann da... Wartet mal, wo war es gleich? Hier hinten war es gewesen. So. Und dann ein Schiff losschicken. Keine Steine hier im Lager. Und hier fehlt noch eine Straße. Was heißt fehlt? Man könnte da noch eine hinbauen. Wobei, die kann eigentlich auch weg. Und dann machen wir es so hin. Gebiet verloren. Okay. Und... Da, ja gut, da hat er jetzt den Wachturm ausgebaut, den wir jetzt erobern werden, damit er hier seine Fischerhütten verlieren. Also unser Nachteil ist es dann nicht, dass das jetzt ein Wachturm ist. So, und warum habe ich da jetzt eigentlich eine Expedition ausrüsten lassen? Das ist ja eigentlich auch Quatsch. Brauchen wir doch gar nicht. Na, abbrechen kann ich es jetzt nicht. Das muss erstmal ausgerüstet werden. Naja gut, dann ist es eben so. Dann ist das so. Keine Rohstoffe gefunden im Goldbergwerk. Kommt das weg? Das ist auch bei 55%. Ist auch gleich weg. Das reiße ich mal noch ab. Und schicke hier noch einen neuen Geologen hin. Da werden wir angegriffen. Oha, hier ist eine Menge los. Da hat er jetzt einiges losgeschickt. Bei der Wachstube und bei der Wachstube werden wir angegriffen. Und hier oben, das haben wir erobert. Sehr gut. Fahne errichten und... wie machen wir das hier? Das machen wir so, dass ich hier vorne die Fahne abreiße. Hier machen wir einen Weg hin, das machen wir so und dann so und hier eine Fahne hin, da eine Fahne hin und da eine Fahne hin und da ebenfalls und da und da und da und da. Goldbergwerk, ja genau, das war ja klar, dass das jetzt auch weg kann. Wir werden hier immer noch angegriffen. Oh, was ist denn da unterwegs? Da schickt der Gegner seine ganzen Träger hier weg. Das sind hier lila Träger. Die kommen alle von hier oben. Hey, wie geht denn das? Ah, da hat der grüne Gegner den da hinten wohl dem lila Gegner ein Lagerhaus ausgeräumt. Okay. Und wenn sie alle hier hochwandern, dann wandern sie wahrscheinlich zu dem Hafen. Okay. Gut, gut, gut. So, wir sind hier, müssen dann hier eigentlich nur noch rein und dann da oben zum Portal. Der gelbe ist ja auch noch in der Mitte gelegen. Auch ein Asiate, wie man sieht. Also, das kann erstmal so weitergehen. Ja, hier könnte man noch mehr Soldaten gebrauchen. Das kann auch ein Turm werden. Und das hier kann auch gerne noch ein Wachturm werden. Vor allem darf da gerne mal noch ein General rein oder der andere, ein oder andere Soldat. Hier noch ein Kohlebergwerk hin. Und dann gucken wir uns jetzt auch mal hier oben unsere, ja, baldige Werkzeugproduktion an. Eisenschmelze ist im Bau, ist gleich fertig. Wunderbar. Aber hier fehlen noch Steine, okay. Schick mal da noch einen Geologen hin. Ist hier oben vielleicht noch Granit drin? Gucken wir uns das mal an. Da schicken wir mal einen hin. Und dann brauchen wir hier oben noch zwei Geologen. Da nochmal ein Kohlebergwerk hin. Dann sind wir da auch bald schlauer. Gut.
Da hat er noch Kohle, die kann er aber momentan nicht abholen. Warum hat er denn da kein Wegchen gebaut? Soll uns eigentlich egal sein, ist sein Problem. Aber hier, man sieht ja auch schon, der grüne Gegner ist da direkt angebunden. Er hat wahrscheinlich einfach keine Möglichkeiten mehr. Ja, die Holzleute hier kann weg. Die kann da jetzt komplett weg. Hier wollte ich durchaus noch Bäume fällen lassen vor Ort. Also hier nochmal ein Forsthaus hin. Daneben nochmal ein Forsthaus. Jetzt darf ich nochmal schneiden. Also nochmal ein Forsthaus daneben und hier dann noch ein Holzfäller. Das geht dann alles hier rüber, da oben zum Sägewerk hin. Und es wäre ja mal schön, wenn ich jetzt hier den Weg mal erneuern könnte. Ja. Nee, das bleibt so. Okay. Jo. Lassen wir so. Da könnte man noch ein Kohlebergwerk hinsetzen. Und hier ebenfalls. Da kommt die Fahne aber erstmal weg. Okay, so. Dann können wir noch mal ein paar Wachstuben kontrollieren. Die zum Beispiel kann weg. Das hier kann auch geräumt werden. Das ist hier, ja, Baracken sind ja sowieso nicht allzu sinnvoll. Wachstuben haben wir noch ein paar, aber die sind auch alle leer. Wachtürme. Auch alle ausgeräumt. So soll es ja eigentlich auch sein. Jo, das sieht gut aus. Ja, jetzt hier diesen Weg hier rauf. Keine Soldaten mehr. Hier werden noch Waffen hergestellt. Die Bäckerei hat hier zu wenig Wasser. Oder was? Oder ist das Lager einfach voll? Oh, ich glaube, wir haben hier ein Lagerproblem. Ja, hier vorne haben wir ein großes Problem. Oha. Das stellen wir mal eben ab hier. Wir haben hier ein Transportproblem an der Ecke. So, das kann auch nochmal eben weg. Hier noch ein paar alte Fahnen abreißen. So. Produktion von dem Brunnen gestoppt. Haben wir noch ein Lagerhaus irgendwo? Hier den Hafen. 103 Brote, das sah aber gut aus. Die Mühle. Die hat zwar noch Getreide, aber ansonsten, die arbeitet gerade auch nicht mehr. Wahrscheinlich, weil auch hier überall die Lager voll sind. Hier sind überall die Lager voll. Ach du Schande. Wie geht denn das? Hier wird überall nichts mehr produziert. Das Lagerhaus hier, ja, Getreide hat es da schon eine Menge. Aber keine Brote, kein Wasser und kein Mehl. Das heißt, jetzt müsste eigentlich alles in die Mühle wandern hier. Der hat hier aber auch ganz viel Mehl rumstehen. Der hier hat kein Mehl. Aber Wasser, der könnte jetzt Brote herstellen. Warum wird das hier nicht gemacht? Wir haben hier viel Kohle, die von hier oben kommt. Aber das allein ist auch nicht das Problem. Vielleicht konnte ich ja jetzt mit dem Wegbau noch ein bisschen was hier, ein bisschen Abhilfe schaffen. Ja, eigentlich sollte hier nicht so viel transportiert werden, ne? Das müsste eigentlich möglichst vor Ort noch verarbeitet werden. Gönnen wir uns hier oben vielleicht noch... Naja, eine Mühle da oben bringt auch nicht viel. Dann haben wir nämlich das ganze Getreide hier oben. Und Baustellen werden jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich vorankommen. Das ist nicht gut. Bauen wir das Lager aus. Auch ganz schön viel Getreide drin. Kohlebergwerk weg.
Kohlebergwerk weg. Das wird es nämlich gewesen sein, jo. Eisenbergwerk weg. So. Hier werden wir bei der Wachstube wieder angegriffen. Die Wachstube ist jetzt eine, wird bald zum Turm ausgebaut. Soldaten sollen überall vollständig da sein. Vielleicht noch eine Festung hier hinbauen. Ja, das machen wir. Dann haben wir hier vorne auf jeden Fall einen großen Pool an Soldaten. Das kann nicht schaden. Und ein Lagerhaus kommt hier auch hin. Ich weiß, dann dauert beides ewig, bis das fertig ist. Der Weg ist jetzt auch gerade nicht ideal. Die Straße kommt weg. Und da noch eine Straße hin. Und da noch eine Straße hin. So. Keine Rohstoffe gefunden. Kohlebergwerk abreißen. Keine Rohstoffe gefunden. Kohlebergwerk abreißen. Joa. Ja, sollen wir noch einen Weg hinbauen. Die brauchen jetzt Getreide. Die kriegen gerade kein Getreide. So viel Kohle ist hier gerade unterwegs. Haben wir jetzt vielleicht zu viele Kohlebergwerke? Das kann eigentlich ja nicht sein. Also gehen auch gerade wieder einige vom Netz, wenn man so sagen möchte. Holzfällerhütte, die kommt nicht weg. Die pausiert erstmal. Dann haben wir auch keine Stämme oder ein paar weniger auf der Straße. So, das binden wir nochmal so hier durch. Und Bauernhof ist bald fertig, Bäckerei ist bald fertig. Die nehmen ja dann auch wieder ein paar Rohstoffe ab. Wie ich hier sehe, haben die da 80 Stämme drin. Die kommen von hier, ja, gehen da ins Sägewerk. Wir machen gleich mal Folgendes, das Forsthaus hier aus und die Holzfällerhütte. Und da die Holzfällerhütte und auch da das Forsthaus. Dann sollen die doch erstmal das, was wir hier an Stämmen haben, noch verarbeiten. So, hier kämpfen wir wieder gegen einen Angriff vom lila oder pinken Gegner. Versucht hier die Schlüsselstellung zurückzuerobern. Ah, da ist ein Hafen vom grünen Gegner. Da dann Wachturm. Interessant. Den Hafen, den müssten wir da mal entfernen. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da rankommen. Solche Stellen müssen wir erobern. Jetzt sind wir ja gerade im Kampf, aber wenn wir den Kampf dann beendet haben, gewonnen haben, dann müssen wir uns mal vorbereiten auf einen Angriff gen Norden. Damit wir das hier verbinden. Und hier oben, da machen wir das auch mal. Hier greifen wir jetzt mal an. Greifen erstmal hier oben mit. Oh, vielleicht kommen wir noch weiter. Ja, da kommen wir auch schon hin. Greifen wir da mit 5 Leuten an. Und da mit 5 Leuten. Und da mit 4. 3 Gebäude gleichzeitig, die wir hier angreifen. Eine ganze Ecke auf einmal. Die uns dann zufällt, wenn das funktioniert. Die Holzfällerhütte kommt weg. Genau, die brauchten wir ja da auch gar nicht. Also die war ja nur zum Roden gedacht. So, dann nimmt man das Brett da noch mit. Kann auch die Fahne weg. So, Fahne weg. Fischerhütte kann weg. Okay. Goldbergwerk ohne Rohstoffe. Ja, es ist okay, wenn uns die langsam ausgehen, die Rohstoffe. Wir haben ja noch eine Menge an Ressourcenfeldern, Rohstofffeldern, die wir hier noch angehen. Ich glaube, das kann ja auch weg. Hier war mal Gold, deswegen, das kommt jetzt sofort weg. Schicke ich da trotzdem nochmal einen Geologen hin, aber da wird nichts sein. Okay. Militärgebäude erobert, das klingt gut. Und das dritte wird gleich folgen, denke ich mal. Hier haben wir so viele Generäle rumstehen.
Die Wachstube hier können wir auch nochmal mit 4 Mann angreifen. Ja, und der lila Gegner, der ist jetzt auch schon so weit geschwächt, dass er hier einfach keine ausgebildeten Soldaten mehr ins Rennen schicken kann. Wir werden angegriffen und haben noch ein Militärgebäude erobert. So, das erobern wir auch gleich, also das hier. So und so und so und so, und hier oben können wir dann auch nochmal Rohstoffe abbauen. Das haben wir noch erobert, sehr schön. Verbinden wir mal gerade durch mit dem Hafen und dann auch hier hoch, da hoch und da hoch. Jetzt haben wir noch Gebiet verloren durch den Bau dieser Baracke. Die greifen wir jetzt an. Und hier bei der Wachstube werden wir angegriffen durch den Gegner. Ja. Mal gucken. Schiff wartet auf Anweisungen, die Aurora. Und die soll ja erstmal da so stehen bleiben. Keine Rohstoffe gefunden, hat der Holzfäller. Der kommt weg. Und dann haben wir noch eine Fischerhütte und ein Eisenbergwerk. So, die Fahne. Ja, komm, das ist egal. Der kann weg. Und das kann auch weg. Und hier werden wir angegriffen. Ja. Sieht sehr gut aus für uns. Da oben greifen wir ja an. Oh ja, das war hier vorne die Festung, die wir hier bauen wollten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Ja, das... Da bin ich eigentlich noch mehr dazu geneigt, hier eine Festung zu bauen. Kann man das hier vielleicht noch ausbauen zur Festung? Das kann man zur Festung ausbauen. Dann machen wir das. Bauen wir das zur Festung aus. Und ich hoffe, da kommen jetzt gleich mal ein paar Soldaten zurück. Da kommt schon wieder lila Leute. Wie sieht es hier aus mit der Eroberung? Das bauen wir nochmal aus. Das bauen wir auch aus. Ein paar Soldaten dürften hier gerne schon nochmal kommen. Ja, da müssen wir vielleicht auch mal noch ein paar Gebäude hier hinten leer räumen. Ja, guck mal hier, was wir da noch an Gebäuden haben. Die hier alle noch besetzt sind. Die nicht besetzt sein müssten. Wachtürme können hier, ja, auf jeden Fall geräumt werden. Stecken auch wieder Generäle drin. Na, jetzt haben sie auch noch Gold reingeräumt. Gut. Immer beides gleich ausschalten. Also hier, die kommen hier alle raus. Brauchen die ganzen Soldaten nicht. Hier alle weg. Keine Generäle vonnöten hier. Hinten auch noch alle raus. Und die ebenfalls, die brauchen wir da auch nicht, aber dann kann man auch, ja, die können auch noch weg. Dann ist es hier, ja, die brauchen wir dann schon noch, weil wir dann schon wieder in der zweiten Reihe sind. Brauchen wir noch ein bisschen Nachschub und der Gegner könnte sie dann eventuell doch noch erreichen. So, der Hafen hier, wenn der bald mal fertig ist, 6 Steine fehlen dann noch. Ja, oh ja, hier vorne könnten wir nochmal Kohlebergwerke einrichten. Machen wir auch mal eben. Hier oben schicken wir dann nochmal Geologen hin. 4 Stück. Und das wird ja, wie gesagt, ausgebaut. Genau, das wird ausgebaut. Ja, ich denke, da können wir jetzt erstmal wieder eine Pause machen. Hier noch Kohlebergwerke hinstellen. Und da oben noch eins.
ebenfalls ein... Ups, das sollte kein Goldberg werden. Ja, dann lassen wir das einfach mal frei. Ist auch egal, dann da. Das kann man nochmal weg. Das war mal die Holzfällerhütte. Soldaten sind hier wieder auf dem Rückweg. Wahrscheinlich irgendwo in einem Lager, wo sie angenommen werden. Hier oben, da müsste eigentlich auch schon die Brauerei langsam laufen. Ja. Bier wird eingelagert, da fehlt Wasser. Gut, dass wir hier Platz haben für einen Brunnen. Den bauen wir dann mal. Ja, hier wird massenhaft Material hochgeschleppt. Oh Mann. Vielleicht nochmal das eine oder andere Lagerhaus mehr. Man weiß es nicht. Hier werden es auf jeden Fall schon mal weniger Baumstämme. Waren immer 80. Ja. Holzfällerhütte ist aus. Forsthaus. Vielleicht mache ich auch die Holzfällerhütte hier erstmal noch aus. Wobei wir brauchen ja hier oben die Bretter. Für die Baustellen, die wir dann hier hinten haben. Für den Ausbau der Gebäude. Da werden die nötig. Granitbergwerk. Wird abgestellt. Militärgebäude haben wir hier erobert. Sehr schön. Verbinden wir irgendwie mal. Hier hätte ich noch gerne die Festung gebaut. Terrain ist ja immerhin schon fast planiert. Das ist dann der Turm, den wir dann als nächstes angreifen werden. Aber dazu möchte ich hier erstmal komplett Generäle haben. Die sollen auch alle gesund sein. Das kann man noch ausbauen. Okay, so, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle wieder eine Pause. Oh, Granit haben wir gefunden. Sehr gut. Gerade hier oben brauchen wir das. Ja, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.